Wenn du eine Brille trägst, sie endlich loswerden möchtest, weil du nicht mehr auf die Brille angewiesen sein möchtest und endlich wieder gestochen scharf sehen möchtest, dann bist du hier bei diesem Video genau richtig, denn ich möchte dir in diesem Video einmal verraten, wie du deine Kurzsichtigkeit verbessern kannst, damit du endlich deine Brille loswirst. Und wenn es auch dein Ziel ist, deine Brille endlich wieder loszuwerden, dann abonniere doch gerne den Kanal hier. Ich zeige dir hier auf diesem Kanal, wie du gezielt deine Sehkraft, deine natürliche Sehkraft verbesserst, ohne eine Brille, ohne diese Symptombehandlung. Denn eine Brille ist nichts anderes wie eine Symptombehandlung. Beim Augentraining lösen wir hingegen genau die Ursache deines Sehproblems. Und deswegen möchte ich dir im heutigen Video mal zeigen, wie du deine Kurzsichtigkeit loswirst. Wie finde ich heraus, welche Sehschwäche ich habe? Setz dazu am besten mal ganz kurz deine Brille ab. Und dann streck mal deine Hand aus, also wirklich einmal direkt vor dir ausstrecken und schau mal in die Ferne. Siehst du die Ferne unscharf und je näher du rankommst, zum Beispiel auf deinen Finger oder auf deine Hand oder vielleicht sogar noch näher in den Nahbereich, dann, wenn du das hier im Nahbereich also scharf sehen kannst, einigermaßen scharf sehen kannst, dann hast du eine Kurzsichtigkeit. Denn die Kurzsichtigkeit, wie der Name im Prinzip schon sagt, du siehst nicht sehr weit, also du siehst nur, was im Nahbereich ist. Und das ist eine Kurzsichtigkeit. Genau das Gegenteil wäre übrigens die Weitsichtigkeit, also wenn du Dinge in der Ferne gut erkennen kannst, aber im Nahbereich entsprechend schlecht. Und ich möchte dir im heutigen Video mal verraten, wie du diese Kurzsichtigkeit verbessern kannst, ja? Denn diese Sehschwäche ist wirklich am häufigsten verbreitet und wahrscheinlich bist auch du davon betroffen. Und wenn wir uns mal das Auge anatomisch anschauen, sehen wir, dass bei einem gesunden Auge der Lichtstrahl perfekt auf unsere Netzhaut landet. Bei einer Kurzsichtigkeit ist leider genau das Gegenteil der Fall. Das scharfe Bild entsteht vor der Netzhaut. Und dadurch sehen wir eben Dinge in der Nähe noch scharf, aber in der Ferne eben schon entsprechend nicht mehr, weil eben das scharfe Bild vor der Netzhaut entsteht. Und jetzt können wir mit gezielten Übungen unsere Sehkraft verbessern. Dazu gibt es genau drei Wege, die du nutzen kannst, ja? Das allererste, das wir beim Augentraining machen, sind natürlich Übungen. Zeige ich dir auch noch gleich, was du genau machen kannst. Das ist nämlich elementar wichtig, damit wir, ja, wie beim Fitnessstudio im Prinzip auch, aktiv unsere Augenmuskeln trainieren, dass wir gezielt unsere Sehkraft verbessern und versuchen, mit den Übungen eben entsprechend Fortschritte zu erzielen. Der zweite Baustein beim Augentraining ist auch sehr wichtig, und zwar sind das unsere Sehgewohnheiten. Ja, alles, was wir den ganzen Tag machen, hat eben Einfluss auf unseren Körper und auf unsere Gesundheit. Wenn ich den ganzen Tag viel Zeit vorm Bildschirm sitze, habe ich natürlich in einem sehr engen Radius zu tun. Also ich sitze wahrscheinlich nicht sehr weit entfernt von meinem Bildschirm, auch am Handy. Ich kann es ja maximal so weit ausstrecken, wie mein Arm lang ist. Und demzufolge konzentrieren wir uns eher in dem Nahbereich. Deswegen ist eben, wie gesagt, diese Sehschwäche auch so weit verbreitet. Und deswegen müssen wir dagegen steuern, und zwar mit einfach anderen Gewohnheiten. Wichtig ist, beim Augentraining musst du nie auf etwas verzichten, sondern wir müssen einfach nur gucken, dass wir für einen Ausgleich sorgen. Ja? Dass wir im Prinzip das, was wir aktuell machen, entweder reduzieren und zwar etwas und nicht komplett darauf verzichten oder entsprechend für einen Ausgleich sorgen. Zum Beispiel, nachdem ich jetzt eine längere Zeit vom PC gesessen habe, nutze ich einfach mal eine Pause und gucke nicht auf dem Handy, ja, sondern vielleicht gucke ich einfach mal aufs Fenster oder gehe einfach mal spazieren, gucke in die Ferne und schaue mir vielleicht da, was im Horizont ist. Dadurch weiß unser Auge und auch unser Gehirn wieder, okay, ich muss mich mal wieder auf die Ferne konzentrieren, denn so eine Sehschwäche entsteht, wenn du eine längere Zeit entweder einen Mangel hast oder eine eintönige Gewohnheit, ja. Und deswegen versuchen wir einfach da schrittweise wieder eine neue Gewohnheit zu integrieren. Wie gesagt, du kannst einfach beim Spazieren öfter mal in die Ferne gucken und schon wird sich deine Sehkraft dahingehend verbessern. Und der dritte Baustein, der auch wirklich sehr, sehr, sehr wichtig ist bei einem Augentraining, ist die Ernährung. Ja, du musst dir vorstellen, unser Auge, auch wie der restliche Körper auch, der benötigt Vitamine, Mineralstoffe dafür, dass er perfekt und hundertprozentig funktioniert. Und du kannst es dir wirklich so vorstellen, zum Beispiel wie so ein Auto. Wenn du es einmal komplett aufgefüllt hast, kannst du damit ewig weit fahren. Du kannst also hundertprozentig scharf gucken. Je länger du aber fährst, desto mehr reduziert sich deine Vitamine, deine Reserven werden irgendwann leer. Und natürlich kannst du dann nicht mehr hundertprozentig gut scharf sehen, einfach weil deine Reserven erschöpft sind. Und dann musst du dafür sorgen, dass, wie gesagt, wieder neue Energie getankt wird. Und das funktioniert natürlich dann entsprechend, wenn du dich sehr ausgewogen und gesund ernährst, ja? Denn wenn man längerfristig einen Mangel hat, gerade bei der Ernährung, wird sich auch da eine Sehschwäche entwickeln und die Augen- und die Sehkraft nimmt immer weiter ab. Deswegen einfach da entgegenwirken mit entsprechender gesunder Ernährung. Zum Beispiel, ich empfehle dir Orangen, Karotten, Mohrrüben, Fisch, ja, auch Öle sind wichtig, Omega-3 insbesondere, denn Omega-3 ist wirklich sehr, sehr wichtig, denn du musst dir vorstellen, viele Produkte, die wir heutzutage essen, haben Omega-6, ja, und Omega-6 ist genau das Gegenteil von Omega-3 und der Spiegel von Omega-6 ist sehr, sehr hoch mittlerweile
Und es muss aber eigentlich immer ausgeglichen sein. Also Omega-3 und Omega-6, der Spiegel muss ungefähr auf demselben Level sein. Und das hilft dir tatsächlich auch wirklich sehr, sehr, deine Sehkraft zu verbessern. Und natürlich wirkt sich das auf den restlichen Körper auch positiv aus. Und wie gesagt, ich möchte dir jetzt auch noch mal ein paar Tipps verraten, wie du deine Sehkraft aktiv verbessern kannst. Ja? Und dazu brauchst du im Prinzip immer nur ganz einfache Hilfsmittel. Ich nehme meistens einen Stift, du kannst aber auch deinen Daumen nehmen und wir können jetzt gerne mal folgende Übung machen. Am besten schaust du jetzt mir mal zu, wie ich das mache. Wir nehmen einfach wirklich nur unseren Daumen, halten den vor uns raus und bewegen den Daumen langsam auf unsere Nase zu. Du siehst, die Augen drehen sich etwas nach innen, ja? Und dann gehen wir wieder in die Ferne. Und ab einem gewissen Punkt, zum Beispiel sagen wir mal hier, wird es dann langsam unscharf. Ja? Also wenn ich das jetzt mal von der Seite mache, in dem Bereich wird es unscharf und wenn wir jetzt hier hingehen, ist es komplett, ja, verschwunden sozusagen, unser Daumen. Ja? Der ist nicht mehr hundertprozentig klar. Also bewegen wir den genau über diese Schwelle hin und her und versuchen so unseren Fokuspunkt immer weiter in die Ferne zu rücken. Ja? Das kannst du, wirklich gesagt, überall machen und da bekommst du auch sehr, sehr schnelle Fortschritte. Ja? Die zweite Übung, die ich dir mal zeigen möchte, die ist auch sehr, sehr einfach zu machen. Dazu kannst du entweder so eine Sehtafel hier nutzen, entweder mit Buchstaben oder auch mit Landoldringen. Da gibt es, wie gesagt, ganz, ganz viel. Unterhalb des Videos verlinke ich dir mal ein paar Sehtafeln, die du nutzen kannst. Aber du kannst natürlich auch da super im Alltag integrieren. Das ist auch der große Vorteil vom Augentraining. Das ist jetzt hier nichts irgendwie Steriles, sondern du kannst es wirklich super überall anwenden, ja. Und zwar kannst du ganz einfach diese Sehtafel jetzt mal nutzen. Du kannst da aber zum Beispiel auch ein Straßenschild oder sonstiges nutzen. Wichtig ist nur, dass du diesen Buchstaben, diesen Text nicht hundertprozentig scharf siehst. Also sollte nicht komplett verschwommen sein, sondern so leicht. Ja, am besten lässt sich das immer herausfinden, indem du alles scharf siehst und dann langsam zurückgehst, bis es unscharf siehst. Ja, und dann gehst du nochmal einen kleinen Schritt wieder nach vorne, sodass es halt genau der Zwischenpunkt ist zwischen scharf und unscharf. Ja? Und wenn du diesen Punkt herausgefunden hast, dann kannst du Folgendes beginnen. Und zwar beginnst du dann einfach nur, du stellst dich gerade aufrecht hin, ja, und bewegst dann deinen Kopf hin und her zu bewegen. Und gleichzeitig versuchst du mit deinen Augen über diese Zeile zu schwingen. Ja, ich mache es dir mal vor, so ungefähr sieht das dann aus. Das kannst du natürlich dann perfekt auch zu Hause mal ausprobieren mit den Sehtafeln. Und wenn du über diese Zeile immer zu gleitest, ja, du wirst merken, je öfter du das machst, dass sich deine Fokussierfähigkeit immer wieder neu darauf einstellt, weil diese Perspektive sich ja ständig wechselt. Du kannst die ganze Übung übrigens auch im Sitzen machen. Also du musst das nicht unbedingt im Stehen machen, kannst einfach so ein bisschen vor dir hin schaukeln sozusagen. Oder auch die dritte Übung möchte ich dir mal kurz vorstellen, so eine, ja, Variation. Im Prinzip bewegst du nur deinen Kopf, ja, deine Augen fokussieren den einen Punkt. Und du guckst von links nach rechts. Dadurch bewegen unsere Augen sich auch im wirklichen Maximumbereich, sodass du quasi auch wirklich in den Grenzbereich rankommst. Und wenn du das ein paar Mal machst, wirst du merken, dass das auch wirklich die Augenenergie wieder aktiviert. Ja? Und ich möchte dir, weil du jetzt so lange dran geblieben bist, auch noch einen kleinen Bonustipp verraten. Denn für jede Übung brauchst du ja Energie. Ja? Und Energie verschwindet mit der Zeit und unsere Augen sind, wie gesagt, dann wieder überanstrengt oder müde. Ja? Und wir wollen ja eben, dass unsere Augen wieder mehr Energie haben. Deswegen versuchen wir nach der Übung unsere Augen wieder zu entspannen. Dazu gibt es eine ganz, ganz einfache Entspannungsmethode. Die nutzen eigentlich alle meine Teilnehmer, weil sie eben sehr, sehr gut funktioniert. Ja? Dazu brauchst du, wie gesagt, nur deine beiden Hände, reibst sie aneinander, schließt mal deine Augen, legst deine warmen Hände auf deine geschlossenen Augen und atmest einmal tief ein und aus, ja? Und versuchst wirklich dir die Farbe Schwarz nochmal vorzustellen. Weil wenn du das schaffst, dass du keine grellen Blitze mehr siehst, dann weißt du, dass deine Augen hundertprozentig entspannt sind. Ja? Und die Wärme unterstützt uns eben dabei, deswegen mach gerne die Hände einmal warm, ja? Und leg sie dann auf deine geschlossenen Augen. Und wenn dich das Thema Augentraining interessiert und du genau wissen möchtest, wie schaffe ich es denn, meine Sehkraft genau gezielt zu verbessern und du vielleicht auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung haben möchtest, dann schau mal unterhalb des Videos, habe ich dir einmal einen Link zur Verfügung gestellt. Da kannst du kostenloses Beratungsgespräch einmal buchen. Wir nehmen uns die Zeit dafür, dich zu analysieren, welche Sehschwäche hast du überhaupt, wie lange hast du deine Sehschwäche und dann schauen wir im Einzelnen, ob es für dich überhaupt möglich ist, deine Sehkraft zu verbessern. Ja, also wenn dich das interessiert, einmal unterhalb des Videos einmal raufklicken. Dort kannst du dich, wie gesagt, einmal kostenlos zu einem Beratungsgespräch eintragen. In diesem Sinne würde ich mir wirklich sehr, sehr freuen, dich entweder dort persönlich mal kennenzulernen oder ansonsten freue ich mich auch über ein Abo und einen Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen hat. In diesem Sinne verabschiede ich mich. Bis dann. Ciao.